Wir sind wieder zurück. H2N4. Wir bewegen uns mit großen Schritten nach Europa. Unsere Truppen kommen auch langsam, aber sicher bereits an und werden Deutschland dann gleich im Duell gegen Frankreich, Belgien, Niederlande und die Briten unterstützen. Wenn wir hier jetzt nochmal mit neu organisierten Soldaten angreifen. Wie gesagt, wir haben jetzt auch mal geschaut, dass wir weniger Truppen da auf dem Haufen stehen haben. Jetzt werden wir uns nochmal um die Luftwaffe kümmern. Ja, das sieht auf alle Fälle jetzt schon mal etwas besser aus. Digga, die haben 154 Divisionen stationiert. Hä? Also sorry, aber warum... Ach komm, okay. Kurze Planänderung. Wir gehen jetzt dann erstmal nach Spanien. Weil die Deutschen zwar 154 Divisionen an der Westfront stationiert haben, aber nicht an der Grenze da. So blöd, Alter. Die haben doch schon fast durchgepusht. Die waren doch schon fast durch. So, hä? Bin ich jetzt retarded oder was? Frag für einen Freund. Nee, stopp. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch hab ich kein Feldlazarett erforscht? Dachte eigentlich, wir hatten mal Feldlazarett erforscht in der Zwischenzeit, aber nee. Das ist so irritierend. Die deutschen Truppen sind ja unsere. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich habe gerade echt so einen kurzen Brainlag gehabt irgendwie. Weil die deutschen Truppen sind nicht unsere, das sind ja unsere. Die Kaisertruppen sind ja die anderen. Es ist so lost irgendwie. Wenn ich gehe in Niederlande, bin ich nicht im Krieg aktuell, glaube ich, ne? Ja, nee, warte mal, stopp. Wenn ich so einen Scheiß mache. Muss ich das machen? Nee. Chance auf Fliegerasse, Luftdoktrinkosten. Kurz canceln. Canceln kann ich, Alter. Canceln bin ich hervorragend. Ich liebe es zu canceln. Sí, señor. Angriff, bitte. Angriff, ja. Senora. Haben wir Flughäfen? Ja, schrei doch nicht so. Endlich, mein Gut, ich finde es ja an sich schön, dass wir wieder jemanden haben, der motiviert ist. Muss ich trotz allem auch wirklich einmal positiv anmerken. Mal wieder motivierte Leute zu haben in der Armee ist doch mal eine schöne Sache. So. Wir greifen jetzt hier mal mit an. Nachdem es ja im Norden nicht klappt. Oh, schau mal hier, Alter. Die Deutschen werden richtig hart herangenommen, aber die Verluste... Sehr nice. Also den Deutschen dürfte das taugen. Schau mal, die kommen überhaupt nicht durch hier. Die opfern jetzt natürlich tonnenweise Truppen, Soldaten, Ressourcen, Manpower, alles. Wenn wir jetzt hier im Süden eben wieder Druck erhöhen. Gucken, ob wir vielleicht sowas einkesseln könnte. Nee. Eine eigene Luftwaffenakademie wurde gegründet. Baugeschwindigkeit, Flugabwehr, Produktion. Ja, scheiß drauf, Digga, komm. Was ist das denn, Alter? 4,71 Millionen. Charakter kratze ich gleich ab, Alter. 4,71 Millionen, Alter. What the fuck? Hä? Was ist mit Deutschland los? Krasse Scheiße, ey. So, die sind nicht ganz. Sie machen das mal. Die sind halt gut gegen Panzer, glaube ich. Das richtig im Kopf habe. Schaut es jetzt hier oben mal aus. Immer noch eher schlecht als recht.
Deswegen stoppen wir die Offensiven hier jetzt nochmal. Wie schaut es mit Luftüberlegenheit aus? An sich gut, aber der Radius dürfte nicht ausreichen. Da gäbe es theoretisch, da gibt es eine Verbindung. Da gibt es einen Nachschubknoten. Der ist... Ach du Scheiße. Das Ding ist, wir bräuchten quasi hier... Nochmal den einen oder anderen Luftstützpunkt mit. Also müssen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen neu organisieren. Das ist das Wichtigste. Allzu viele Rückzugsmöglichkeiten gibt es natürlich jetzt hier auch nicht mehr in der Zwischenzeit. Also wir sind jetzt schon relativ Ende angelangt. Da ist nochmal eine abgeschnittene australische Division, die offiziell das Pausenbrot abgegeben hat. Warte mal ganz kurz. Ne, ihr seid auf der anderen Seite, oder? Ihr seid hier. Ja. Theoretisch schon. Sí, señor. Ah, geht mir das auf den Sack. Ah, so. Geht da in einem Jahr, Mann. Schau mal an. Und wir sind noch lange nicht fertig mit dem Mobilisieren. Machen wir nochmal Radiopropaganda. Ich hab eher, Digga. Ein extra Bauslot ist immer nice. Kriegsanleihen. Bringt die überhaupt was, Kriegsanleihen? Nee, eigentlich nicht. Miteinander multipliziert 40%. Früher hätten wir jetzt hier mehr Fabriken bekommen, als wir abgeben müssten. Aber schau mal, wie easy das hier ist im Süden trotzdem. Also da sind sie... Ey, Digga, das macht doch überhaupt keinen Sinn, Alter. Was ist denn das für eine Logik? Oh, Multiplikator Befehls macht's. Ja, nice. Aber was ist denn das für eine Logik halt? Im Norden haben die 100 Divisionen auf dem Haufen stehen und im Süden gar nichts, so gefühlt. Leider nicht genug Flughäfen, das ist das andere Problem. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt dann auch wirklich direkt Jets rushen sollen oder nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hat halt auch leider ein paar Nachteile. Na gucken, wir brauchen eh noch eine Weile, bis wir zu Jets kommen würden, wenn wirklich. Hast du das da unten noch? Achso. Können wir nicht machen. Die Deutschen verachten uns, ja. Haiti, Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru ist auch faschistisch. Schade, dass die sich weigern, uns beizutreten. Muss ich sagen. Nebenbei fürs Protokoll. So, ja, hier geht natürlich ein bisschen die Muffe, aber wir greifen trotzdem nochmal an. Militärpolizei. Ey, komm, Dick, ich habe noch gar nichts Feldlazarett. Ach komm. Das regt mich echt, das regt mich so auf, dass wir so rückständig sind immer noch bei den ganzen Parts. Schicken jetzt die Paar-Division nochmal extra mit zu ihm hin. Schaut, die haben null. Digga, das kam mir doch. Alter. Also. Also schaut es euch bitte an. Ihr seht es doch auch. Da sind, von dem, was wir jetzt sehen, wir sehen es nicht komplett, aber ich schätze mal um die 150 Divisionen, die hier stationiert sind. 150. Im Süden 15. Es ist doch ein Witz. Baue es übrigens mal ganz kurz. Baue es mal ganz kurz um. Fortschrittliche kleine Flugzeugzelle. Voreinstellungen. Jäger 3. Ach komm, ist das Trash, Alter. Ach komm, ist das Trash. Was ist das denn? Was sind das für Voreinstellungen?
baut denn so ein Scheiß? Jetzt gerade verarschen? Warte mal, ganz kurz, erforsche ich eigentlich noch. Hm. Das erste, was wir jetzt mal machen, also das, ich weiß, das ist immer wirklich brutal ineffizient, leider. Wegwerftanks und zusätzlich, ich brauche die Range, das ist leider so ein Ego-Ding für mich. Dann nehmen wir außerdem noch mit die Luftbremse. Mobilität würden wir halt damit killen, das möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Könnten rein theoretisch jetzt nochmal den Doppelflugmotor 4 einbauen, da ballert die Produktionskosten dann brutal hoch, ne? Scheiß drauf. Okay. Nummer 1. Dann machen wir das Ganze. Nein, nicht Marine. Das Einzige, was wir jetzt hier machen, ist, wir tauschen das aus. Mit einem schweren Bombenschloss. Dann haben wir jetzt einmal die Jungs. Die sind eigentlich nicht so efficient. Haben eine bessere Genauigkeit. Zielerfassung ist halt hier, weil das ist bei Marine. Achso, Luftnahunterstützung hat gar keine Zielerfassung. Hauptproblem bei denen ist einfach, dass die ein bisschen die Mobilität runterziehen. Aber die könnten dafür Marine angreifen. Aber ich glaube, das. Ich glaube, wir bauen dafür lieber nochmal einen kleinen Bombenschacht rein. Wir nehmen bei denen. Diesbezüglich nichts rein. Nehmen aber auch hier nochmal die Tanks mit rein. Haben jetzt 1350 Range. Dann nehmen wir einen Verteidigungsturm mit rein. Ist mir relativ wurscht. Motor top. Auch hier wieder hohe Kosten. Ob sich's rentiert, ich habe keine Ahnung. Gucken ist, dass wir einfach ein paar bauen lassen davon. Aber ihr seht es selber. Ist nicht so einfach. Mexiko fingiert gegen uns. Ja, ist mir relativ wurscht. Sollen sie fingieren, was sie wollen? Sollen sie fingieren, was sie wollen? Jetzt gehen sie dann wirklich alles in die Defensive. Und davon abgesehen, wir sind schon mit Mexiko im Krieg, ne? Mal nebenbei erwähnt, also nur fürs Protokoll. Falls irgendeiner nicht ganz mitbekommen haben sollte. So, ihr greift mal bitte hier oben an, das dürfte eigentlich müsste das hier funktionieren, weil wir sind an sich so überlegen. Ja, perfekt, die sind eingekesselt. Da müssen wir uns hier noch durch diesen kleinen Korridor durchkämpfen. Ja, komm, scheiß auf, ich trete es euren bescheuerten Kriegen bei. Viel ändert sich sowieso nicht für mich. Hier starten wir mal die nächste Offensive. Zu wenig Nachschub. Mir wurscht. Müssen sie weniger essen. So, 24, 24. Düsentriebwerk. Das nächste wären die Atomwaffen. 233 Tage. Dann kann Kollege Krabbe endlich mit Atomwaffen um sich schmeißen. Wie König Midas mit Goldmünzen. Können wir die jetzt bitte auslöschen, Alter? Ich glaube, ich spinne hier gleich. Kriegsplanungsbüro.
Maximaler Planungsfaktor, Digga. Hör doch auf irgendwann mal mit den ganzen Boni, oder? Hört doch irgendwann mal auf, bitte. Soll ich mit den Jungs so? Oh, danke. Oh, geil. Ich liebe es, wenn die mir tausende Ausrüstungsstücke schicken. Wenn wir jetzt gleich... Digga, was passiert, wenn wir Paris erobern? Kapitulieren die Baguette? Nee, leider nicht. Aber schau mal, die beharren weiter. Die KI ist auch nicht aus oder so, ne? Hier. Also ich habe hier nichts gemacht. Die AI ist an alles. Ich habe hier nichts gecheatet oder so. Die chillen hier einfach. Sonst kommt noch irgendeiner und sagt, ja, ist bestimmt die KI deaktiviert oder so ein Scheiß. Nee, nix habe ich gemacht. Okay, Brest fällt schon mal. Also wenn Frankreich fällt, das wird so viele... Das wird denen so wehtun, den gesamten Alliierten, weil da so viele Soldaten hier sterben werden. Wir notieren uns das mal ganz kurz. 9,72 haben wir aktuell circa. Sollte vielleicht aufhören anzugreifen. 9,72. Oh, hervorragend. Ressourcen. Weil Gummi ist gar nicht so schlecht. Eisen fehlt halt immer den ganzen Tag. Angriff auf Paris. Digga, die sind so lost, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen. Digga, die verteidigen nicht mal scheiß Paris. Wollt ihr mich gerade flachsen? Das ist eure Kackhauptstadt, Alter. Geil, was ist jetzt Hauptstadt? Calais, okay. Calais. Scheiß drauf. Pizza gehört uns. Frankreich ist eine Major-Nation übrigens. Wer auch immer den Gedanken hatte, die zur Major-Nation zu machen. Okay, wir zwingen mal den Angriff hier. Dafür haben wir ja die politische Macht. Also sollten wir sie auch nutzen. Alles oder nix. Und die chillen weiterhin da. Alter, das ist so geil. Da werden gleich so viele Menschen abkratzen, dass es mir eigentlich fast schon leid tut. Es tut mir wirklich leid. Ich sag... Oh, egal. Es tut mir echt leid, was jetzt gleich passieren wird. Virtuelle Menschen zwar nur, aber trotzdem. Man muss ja die ganzen Opfer trotzdem würdigen, die jetzt hier gleich gemacht werden. Da unten sind auch jede Menge Divisionen eingekesselt. Das ist schon bei 10,2 Millionen. 500.000 schon mal oben drauf. Die meisten halt, wie gesagt, hier an dieser Front. Und das wird gleich richtig explodieren. Die Gesamtmanpower wird wahrscheinlich auch gleich kollabieren. Gleich ist es soweit. Wieso habe ich eigentlich so wenig Warscore? Jetzt hat Frankreich kapituliert. Geil. Fabrikleistung nochmal 5%. Si, senor. Auf geht's. Jetzt geht's eben nur noch darum, die auszuschalten. Wir haben eine Division, by the way, verloren. Wahrscheinlich per Schiff oder so. Ich habe keine Ahnung, aber jetzt geht es eben nur darum, die auszuschalten. 10,5 Millionen. Jetzt müssen wir um jeden Preis angreifen, die Versorgung irgendwie zu Fall bekommen. Flughäfen haben wir jetzt auch rein, theoretisch. Die Anzahl der Flugzeuge hier mal erhöhen. Und jetzt beginnt der Überlebenskampf dieser gesamten Armee hier. Wenn wir es irgendwo schaffen, die einzukesseln, dann ist hier endgültig das Licht aus. Ah, alles red. Schaden, Landgefechte 20.000, 24 zerstörte feindliche Flugzeuge. Ja, als ob die so viele Flugzeuge zerstört hätten, oder? Fühlen sich richtig hier, ha? Die Gauchos. Schaut's bei uns da drüben aus? Nicht wirklich irgendwas am passieren. Venezuela können wir nicht angreifen, das sind auch Faschisten. Viele Faschisten hier generell am Start, muss ich mal dazu sagen. Was wir jetzt hier machen werden, ist, wir bauen jetzt hier einmal einen Versorgungshub. Mit Eisenbahn-Connection. Einfach nur für mein Ego. So, wie läuft's? Hervorragend. 10,92. Wie gesagt, jetzt kommen die Verluste erst. Jetzt kommen sie.
Das davor waren noch nicht die Verluste, die wir eigentlich wollten. So, 5% Fabrikleistung nochmal. Nochmal 2 Militärbauplätze. Das wird jetzt hier wehtun. Da oben haben sie tatsächlich relativ smart. Bergen hat kapituliert. Aber da haben sie relativ smart einen Großteil ihrer Armee schon zurückgezogen. Leider. Nicht dumm. Nicht dumm haben sie klug gemacht. Attention. Wir opfern uns. Also Infanterie. Dann machen wir mal Durchbruch wahrscheinlich. Oder wir nehmen Durchbruch 6%. Wir haben so viele Produktionsboni, dass ich auf den 1% tatsächlich verzichten kann. Auf die 3% extra Produktionskosten können wir tatsächlich verzichten. Sowas richtig. Luxemburg hat kapituliert. 11,35. 11,4. Niederlande kapituliert. Ja, jetzt räumen wir halt komplett auf, ne? Restelfestel haben wir früher mal gesagt. Nachts um 5 in der Disse. Kleiner Spaß am Rande. Finnland hat Deutschland den Krieg erklärt. Hätte ich jetzt an deren ihrer Stelle nicht gemacht. Da stehen jetzt 70 Divisionen circa. Vielleicht sogar mehr. Ich erkenne das leider da nicht. Ja, um die 70 Divisionen. Und wichtig ist jetzt hier einfach Angriff. Angreifen um jeden Preis. Noch ihr dürft mit in die Offensive gehen. Schauen wir mal, ob wir die jetzt hier endlich mal rausbekommen. Und das allerbeste ist hier 200 und 100 Aluminium, die dann rein theoretisch in unseren Besitz übergehen könnten. So, Feldlazarett 3. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Läuft ganz gut gerade. Dann will ich an der Stelle sagen, ich bin raus für heute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Der hat 10 Angriff, Alter. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.